Du, was bist du für ein Typ? Du wirst keine Dummheiten machen, oder? Oh, jemand. Irgendjemand, Hilfe! Nur Spaß. Was? Duell! Ja, sicher, ich werde mich mit dir duellieren. Du solltest mir besser dankbar sein, dass ich mich mit dir duelliere. Du mich auch. Freya, Geist des Sieges mit leuchtend hell. Okay, Layard ist besiegt. Dann. Freya, erstes Duell. Goldsarkophag. Wäre nicht eine Figur aus einer. Aus der nordischen Sage. Ja, es ist auch eine Figur aus der nordischen Sage. Ich denke, da kommt der Name ursprünglich her. Man kann es wohl so behaupten, ja. Aber beschwöre, aktiviere deinen Effekt und hole uns einen glänzenden Elfen. Jo. Und der Name wurde ja inzwischen viel adaptiert. Dann Gehirn kontrollieren wir doch einfach mal den Nova-Beschwörer rüber. Und opfern den einfach für Parchef. Dann sind wir den nämlich los, ohne dass er was beschwören darf. Schigi schigi. Und Parchef-Attacke. Ist auch ein echt schöner Name. Ich erinnere mich an ein, das ist schon viele Jahre her, ein Geburtstag von meinen Cousins. Da waren Klassenkameradinnen von denen anwesend. Eine von denen hieß Freya und die haben sich ernsthaft über den Namen lustig gemacht, weil es so ein merkwürdiger Name wäre. Und ich dachte nur, was? Wieso ist das ein merkwürdiger Name? Das ist deutlich besser als die meisten deutschen Namen, die wir verwenden. König Erlass bringt uns nichts gegen den Nova-Beschwörer. Was ist es? Oh, nur ein gegnerischer Parchef. Okay, ich dachte schon, kommt was Schlimmes. Ja, dann greif halt mit Parchef unseren Engel an. Das ist ziemlich doof. Yep. Und dafür beschwören wir einen glänzenden Elfen. Allen voran Gunther. Nichts gegen Gunthers, aber. Hey, Gunther ist ein ganz toller Name. So heißt das Gewissen aus Malcolm's Revenge. So, jetzt haben wir zwei Parches. Das wird sehr Parchef-lastig auf unserer Seite. So, du nimmst. Dann Parchef, kill doch mal bitte. Schlupp und weg unseren Engel. Oh oh, ja in der Tat, oh oh. Aktiviere glänzenden Engel und hole er uns Freya, Geist des Sieges. Parchef, Attacke. Zack, und Dunams, Knie nieder vor dem König. Das war dann der erste Sieg gegen Freya. Du gewinnst. Ich bin sicher, dass die Freya der nordischen Götter keine Pompoms hatte. Ach. Ach. Wie konnte das passieren? Du hättest mehr Rücksicht nehmen können. Du bist wie ein kleines, dummes Kind. Und sie ist direkt wieder da. Sie ist auch als einzige wohlgemerkt direkt wieder da. Dann machen wir wohl das Doppelduell gegen Freya, wa? Hi. Ja, sicher wird sie sich nochmal mit uns duellieren. Geh weg, Freya. Flump. Hat sie den dicken Jungen beleidigt, quasi. Okay, ja. Hm. Dann sitzen wir das einfach mal, was auch immer da liegt. Shinatos Arche. Okay. Und die verdeckte Karte ist natürlich ein Marshmallow. Hm, gut, dass wir Parchef haben, denke ich. Könnte natürlich jetzt ein Opfer kommen, was natürlich eher ungünstig wäre. Ich aktiviere, glaube ich, Kraft der Magie tatsächlich sicherheitshalber. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass sie Parchef beschwört und uns das eine Monster, das wir jetzt brauchen, killt. Sarkophag. Zylinder.
habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Außerdem magischer Hammer. Und nichts Neues. Spannend. Ja, gut, dann hätte sich das wohl geklärt. Dann war es unnötig, das zu aktivieren. Aber man weiß ja nie, ne? Hätte uns auch den Hintern retten können. Barschiff, der Luftritter. Happy Post. Marshmallow können wir damit zwar nicht killen, aber wir können dadurch Schaden machen. Lunas, nice. Tja, vielleicht sollen wir wirklich ein Parship-Deck einfach draus machen. Ende Phase. Boah, go Freya. Haben wir sonst nichts Besseres zu beschwören? Go Parship. Schon ein bisschen ironisch, dass wir die ganze Zeit Freyas draußen haben, obwohl sie Freya ist. Schwerer Sturm, das ist gut. Je nachdem, was da noch so kommt. Dicke Dacke, jetzt kommt nämlich der Zylinder auf jeden Fall dazu. Das wissen wir schon. Auf den habe ich gerade mal so nicht richtig Bock. Wir können aber auch einfach den Good Old Breaker erstmal benutzen. So, Breaker. Ich werde Parship nie mögen. Auch wenn ich ihn benutze, ich werde ihn nie mögen. Ich habe schon in frühen Tagen einen großen Hass gegen Parship entwickelt. Sowas lässt sich nicht so einfach abbauen. Schwupp, dir tut weh und eine Spiegelkraft. Das ist doch schön. Sag Spiegelkraft. Es fehlt nicht mehr viel. Ah, sehr gut. Parship, der Luftritter. Und Kraft der Magie. Süß. Netter Versuch. Was hast du denn gegen ihn? Er ist ein Opfermonster und hat nur 1900 ATK. Das habe ich gegen ihn. Oh hey, guck mal, Parship. Gut, dass wir einen schweren Sturm auf der Hand haben. Und Freya, ey, jetzt aber richtig hier. Besiegt. Und dann holen wir uns jetzt Freya mit Freya. Und haben dann einfach ein Parship, der 2700 hat. Zack und weg. Ich gewann. Ja, ich bin der Mann. Du gewinnst. Blüb. Siegesbonus, Duellantenbonus, Sieg in Serie-Bonus, Zeugbonus. Konnte das passieren? Ja, ja, ja. Freya zweimal in den Boden gerannt. Das ist wie ein kleines dummes Kind. Mhm, habe ich schon mal gehört heute. Seele der Reinheit wäre wieder da. Na, versuchen wir unser Glück mit dem Kerl, wo er gerade mal hier ist. Glitzer, Glitzer. Kannst du mir helfen? Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ja, ja, ja. Dann gebe ich dir glänzender Flügelmann. Sure. Dann in Ordnung. Habe ich jetzt zwar nicht mit gerechnet, aber holen wir uns einen glänzenden Flügelmann von ihm. Unser Elementar-Heldendeck ist ja immer noch nur so im halben Aufbau. Wobei wir inzwischen auch Wunderfusion dafür haben, was eigentlich eine gute Edition ist, aber ich glaube, uns fehlt immer noch die Wunderfusion. Ohne Wunderfusion können wir halt sowieso in eine Tonne kloppen. Das ist nicht schlecht. Königlicher Lass und Breaker. Das ist schlecht. Aufschlagen wieder auf Anfangshand bei unserem Gegner. Großartig, ich liebe es. Okay. Majestätischer Mech-Oka. Na, das kann man doch. Das kann man doch machen. Okay, dann holen wir uns Bureka zurück. Und opfern den Kollegen für Oka. Ich hätte den königlichen Erlass direkt aktivieren sollen. Ich habe vergessen, dass sie so viele Konterfallen haben. Okay, dann aktivieren wir für die Schwerter. Wäre eh ein Game-Duo gewesen. Drecksviecher. Cyberwaffe. Okay. Da habe ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet.
Nova-Beschwörer, das ist schön. Dann setzen wir uns erstmal den Nova-Beschwörer. Zabok. Ja. Ungemütlich. Kann ich nicht wirklich was gegen tun. Und eine Seele der Reinheit. Bisschen nervig. Bevor ich es rumgeopfere hier, aber wirklich. Das ist aber jetzt echt ungünstig mit der Seele der Reinheit. Puh. Ja, majestätischer Mechoka, dann kill mal bitte die Seele der Reinheit zumindest. Tja, jetzt können wir zwar unsere Seele der Reinheit beschwören, aber die ist nicht stärker als Zabok. Und der Engel der Weisheit. Das ist eher ungünstig. Eher ungünstig. Wir könnten Freya gut gebrauchen. Das ist eine Spiegelkraft, die können wir auch gut gebrauchen. Okay, dann haben wir alle Probleme gelöst. Schwerer Sturm. Magisch ab. Okay. Ja, dann Seele der Reinheit. Zack, zack, go. Idiot. Ja, das war total clever. Lobet mich. Denn ich habe wahrscheinlich gerade das Duell verloren, indem ich auf die Karte geklickt habe. Das war jetzt super clever. Da hat mein innerer Konflikt zwischen, da liegt bestimmt eine Konterfalle und ja. Ne? Hat mich geleitet. Hey, guck mal, Schäfchen. Banner des Mutes, wer spielt denn so weit? Darf's angreifen. Ich will die Schäfchen noch aufbewahren. Solange es geht. Neue Seele der Reinheit. Aber wir haben nicht genug Lichtmonster. Wollte jemand nicht gewinnen? Ja, offensichtlich. Ja, ich meine, wir können das da ja wiederholen, aber trotzdem. Ach Gott, noch eine Seele der Reinheit. Ja, das ist jetzt ganz übel. Nö. Und jetzt müssen wir. Sündenbock. Wir haben noch eine einzige Top-Deck-Karte, die uns vielleicht helfen kann, aber wahrscheinlich nicht helfen wird. Plump. Und das Top-Deck ist Dandelion. Okay, damit überleben wir zumindest noch. Okay. Und das erste Ziel ist Dandelion. Jetzt MST. Ja, jetzt MST in der Tat. Das war einer der Top-Decks, der uns helfen würde. Und Sasuke hinterher. Killt die flauschige Spielmarke. Und Silda Reinheit hinterher. Killt die flauschige Spielmarke. Und der Top-Deck ist Kreaturentausch. Das hilft uns leider nicht. Das war lustig, aber hilft uns nicht. Warum nicht? Sonst nichts zu tun, ne?
Ja, weiterhin keine gute Situation. Ja, also der königliche Erlass, der war schon ein Profi-Move, also muss ich nur lassen. Das war schon ziemlich genial. So, letzte Karte ist Gallen-Duo. Das ist traurig, ja, okay. Ja, sorry, ist ein geiler Duo. Lieb. Ja, okay, das Schäfchen. Großartig. Parschiff. Hilft uns jetzt leider nicht richtig. Am Anfang hast du den Erlass nicht aktiviert und das war ein Problem. Und dann hast du ihn aktiviert und das wurde zu einem noch größeren Problem. Ja, königlicher Erlass ist eine gefährliche Karte. Jetzt wird's leise auf dem Kampffeld. Du nimmst dunkle Hexe. Glänzender Elf. Kann man mit arbeiten, schätze ich. Haben wir Blitzeinschlag im Deck? Ach, nein, haben wir nicht. Ich würde gerne mit dem arbeiten. Das Problem ist, wir haben einfach zu wenig LP für sowas. Bin ich glücklich mit, aber ja. Dann killen wir mal den glänzenden Elfen weg. Jupp. Und dann holen wir uns Freya raus. Jupp. Go Freya, Geist des Sieges. Okay, so langsam kommen wir wohin? Was zerstört Gallen Duo? Ja, wenn wir Schaden nehmen, das zerstört Gallen Duo, ich weiß. Wenn wir in die Kampfphase gehen, verlieren wir ATK durch ihre Seele da rein halt, ne? Blablabla, fremden sich die ATK alle offene Monster für Spielzeit eines Gegners und 300 Punkte, ja. Freya gibt uns 400, das heißt, wir hätten 2300. Und damit hätten wir 2800, damit sind wir immer noch schwächer als Zaborg. Also nicht hilfreich. Um es zusammenzufassen. Jo. Wenn wir unsere Moment, wenn wir unsere Seele der Reinheit spielen. Dann verringern wir seine ATK, ja. Aber leider nicht genug, dass die Seele der Reinheit halt auch überleben. Wobei. Doch, die sind. Stimmt, die wird ja auch gestärkt. Doch, das geht. Das geht. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Seele wird ja auch gestärkt, das hatte ich nicht im Sinne. Also, Go Seele der Reinheit, ja. Und dann spielen wir Parschiff fürs Game Duo. So, unsere Seele ist um 100 stärker. Zack und weg.
So, und wenn er jetzt Battleface hat, dann ist er schwächer als Parshiv, weil unsere Seele ihn jetzt dezimiert. Großartig. So viel dazu. Und dann verloren. Wow. Einfach nur wow. Hat er ausgerechnet Spalt getopdeckt. Ausgefriggen rechnet Spalt. Die eine Karte, die ihm das Duell jetzt gewonnen hat. Okay. Vielleicht spielen wir mal eine Runde ohne königlicher Last zu aktivieren, wa? Oder wir aktivieren es sinnvoll. Hey, du, kannst du mir helfen? Ja, ja, ja. Elemental glänzender Flammenflügel, Mann. Ah, aber natürlich helfen wir dir. Duell! In Ordnung, teilen wir das Licht oder so. Bling. Duell starten. Okay, Nova-Beschwörer ist natürlich nicht übel. Leuchtender Funke. Keine Monster. Okay. Dann versuchen wir nochmal unser Glück. Zurückgezwungen! Also was, ich bin total überrascht. Und sonst Gefängnis. Oh. Und jetzt kommt Topdeck Erntegeist. Naja, aber Topdeck Monster auf jeden Fall. Und noch irgendwas Verdecktes. Hm, das ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee. Schwerer Sturm. Nee, Mist, okay. Na, dann spielen wir Radunams. Ist es ein Gellendur? Nein, das ist Marshmallow. Natürlich, was hätte er sonst verdeckt spielen sollen. Ja, ich sehe, wo das wieder hinführen wird. Ach, aufschlagen. Okay. Und noch eine verdeckte Karte. Meine Güte. Das ist schön. Gehirnkontrolle. Ja, mit dem Hirn. Ding sieht schon aus wie ein fliegendes Hirn. Go Parshiv. Und wir ziehen eine Karte. Schlump. Jo, her damit. Schwerter. Ja, kann ich mitleben. So, dann haben wir einen Nova-Beschwörer oder Freya, je nachdem, was wir haben wollen. Kann ja jetzt kein Marshmallow mehr sein. Fangen wir also erstmal mit einem Nova-Beschwörer an, würde ich sagen. Es ist in der Tat ein magischer Händler. Und hat eine Zauberkarte auf dem Topdeck. Nein, er hat Zaborg. Meine Güte, okay. Spalter erhalten, natürlich. Das ist jetzt eher unangenehm. Ja, nein, aha. Ja. Blöder Kerl. Okay, verräterische Schwerter. Dann müssen wir unsere Seite erstmal verteidigen. Als gedacht, Spalt. Nicht optimal, ne? Gildur. Okay, dann hätten wir eine Freya. Nicht. Irgendwas Verdecktes, was wir hoffentlich zählen können. Oh hey, königlicher Erlass, ich bin mir sicher, sie sind nützlich in diesem Duell. Und keinerlei Probleme verursachen. Ja, los, Freya. Killen wir mal Dandelion. Zumindest ordentlicher Schaden. Und wir dürfen eine Karte ziehen, das ist eigentlich was wert. Das ist sogar sehr viel wert. Doppelflausch, aber eine wird gekillt. Würde ich gerne noch die andere Freya spielen können. Okay.
Goodbye Schwerter. Oh, das ist auch nett. Okay. Wir spielen aber lieber. Wir gehen auf Nummer sicher und spielen Freya. So, zack und weg. Das ist auch eine gute Sache. Was haben wir denn da liegen? Ein Ernteengel. So, gut zu wissen. Gut, die flauschige Spielmarke will ich gar nicht killen. Wenn er nichts zum Opfern hat, dann ist die nämlich unser Ziel zum Sieg. Ja, da ist jetzt keine extra Dingensbummens. Damit würde ich das jetzt eigentlich gerne mal ausprobieren, aber ich habe gerade keine Möglichkeit, das auszuprobieren. Das ist blöde. Naja, vielleicht ein andermal. Bam! Geparschaft. Uwa! Ich gewann, yep. Du gewinnst und wir kriegen glänzender Flammenflügelmann. Jaden wäre stolz, denke ich. Im zweiten Anlauf. Ich habe wirklich gestrahlt, ich strahlte herrlich. Ja, ich kenne deinen Text. Gib uns die Karte. Glänzender Flammenflügelmann. Buja. Der Typ ist da, den haben wir noch nicht herausgefordert, also gehen wir mit dem Labern. Königlicher Ritter! Eine Welt, geschützt durch Ordnung und Disziplin, das wäre ein wundervoller Ort. Na dann, duellieren wir uns. Oh, ein Duell sagst du? Das! Du bringst das Blut in meinen Venen zum Kochen. Du hast Venen, du siehst nicht so lebendig aus. Elitäres Scheinen, okay. Königlicher Ritter. Nächster Gegner. Ein Gellenduo. Ach ja. Außerdem königlicher Erlass, magischer Abfluss. Setzen wir halt das Gellenduo in der ersten Runde, ne? Meistens überleben sie ja. Einsatz. Seele der Reinheit, was hast du? Ein schweigsamer Schwertkämpfer. Das ist nicht der beste Einsatz der Welt. Pff. Matratzer der Sapper, der bringt dir hier auch nicht viel, der Matratzer. Durchschlag hat er nicht. Auch wenn er zweimal angreifen darf, was ziemlich gut ist. Zwei Verdeckte. Jo. Heute haben wir, glaube ich, keinen Grund, es nicht zu tun, also machen wir jetzt schon mal den königlichen Erlass. Und dann spielen wir den Ernteengel. Und Gellenduo in die Offensive. Ja. Dann weg mit dem Kerlchen. 100, 1700. So weit so gut. So weit so gut. Garten, vor dem ich jetzt nicht so richtig Angst habe, muss ich mal sagen. Kreaturentausch. Oh, theoretisch nett, wenn wir jetzt irgendwas zum Tauschen hätten. Wir killen mal das Gildenduo weg. Und schauen wir, was da verdeckt liegt. Es ist Owned. Ein mystischer Schwertkämpfer mit 0 Verteidigungspunkten, also quasi ein direkter Angriff von Tarchef. Und wir kriegen eine Freya auf die Hand. Nett. Und hier kann mir nicht sagen, was das Chaos ist, das der Ernteengel darstellen soll. Schwer zu sagen. Jetzt hat er schon wieder keine Monster mehr. Ja, seid offensichtlich ein schweigsamer Schwertkämpfer-Deck, aber so wirklich genützt hat er es nicht und wirklich viel davon gezeigt hat er uns auch nicht. Direkt den Ante verloren. Und wir spielen auch schon Ante, muss ich jetzt mal dazu sagen, mit einer 5-Sterne-Karte auf dem Hand. Das ist schon reichlich doof, oder?
Und das war dann der erste Sieg gegen Königlicher Ritter. Jupp, direkt mal vermerkt. Sehr beeindruckend. Solche Fähigkeiten besitzt du. Ich konnte sehr viel lernen.